Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Freizeit- und Verbrauchermagazins hier bei Allgäu TV zu den Tipps und Trends. Wenn sich Politik und Wirtschaft treffen, um über die Zukunft zu sprechen, dann muss das nicht gleich Lobbyarbeit sein. Es kann auch um einen konstruktiven Meinungsaustausch gehen. Genau das war das Ziel des Dialogempfangs des Wirtschaftsbeirats Ostallgäu. Der Wirtschaftsbeirat ist ein Zusammenschluss von Vertretern großer und kleiner Firmen unterschiedlicher Branchen sowie der Kommunalpolitik. Das gemeinsame Ziel: das Ostallgäu wirtschaftlich so zu stärken, dass es für die kommende Generation und die Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist. Dialogempfang des Wirtschaftsbeirats Ostallgäu im Fendt-Forum in Marktoberdorf. Dabei sollten Vertreter von Politik und Wirtschaft miteinander ins Gespräch kommen. Der Wirtschaftsbeirat Ostallgäu besteht aus Vertretern von Kommunalpolitik sowie Unternehmensverantwortlichen aus unterschiedlichen Branchen sowie von Firmen unterschiedlicher Größen. Das Ziel: den Landkreis für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Wir haben Themen auch bewusst mit dem Wirtschaftsbeirat aufgegriffen, zum Beispiel Infrastrukturthemen, B12-Ausbau. Wir haben eine Wirtschaftsvision 2036, 2016 entwickelt gemeinsam. Wo wollen wir sein in 20 Jahren? Die haben wir jetzt fortgeschrieben mit verschiedenen Schwerpunkten, die für die Region wichtig sind. Und heute geht es eben darum, dass wir mit den kommunalen Vertretern in Austausch wollen, weil der Landkreis und die Kommunen, die geben die Rahmenbedingungen vor. Das Ziel der Veranstaltung ist, dass wir die Zukunftsstrategie 2036, die der Wirtschaftsbeirat mit der Landrätin zusammen entwickelt hat, die möchte man in die Breite tragen. Diese Strategie besteht aus 5 Hauptstellschrauben, so wie wir sie betiteln. Und zu der ersten Stellschraube, klares Ja zur Wirtschaft, haben wir heute diesen Empfang geplant. Wir möchten Meinungen einholen, Feedback und schauen, ob wir hier mit den Thesen, die wir aufgestellt haben, auf dem richtigen Weg sind. Außerdem sollten durch die Gespräche Verständnis für die Sorgen, Nöte und Zwänge des jeweils anderen geweckt werden. Auch der Laufsport spielt bei uns im Allgäu eine wichtige Rolle. Die Laufexperten bei Laufsport Saukel in Kempten sind Spezialisten, wenn es um das passende Produkt für jeden Läufer und jede Läuferin geht. Anhand computergestützter Fußdruckmessung und Videolaufbandanalyse wird hier der richtige Schuh für Sie gefunden. Am Anfang einer jeden Beratung über den richtigen Laufschuh steht bei Laufsport Saukel immer die dynamische Laufanalyse. Hier werden die Besonderheiten jedes Läufers und jeder Läuferin untersucht. Diese Analyse ist im Kaufpreis des Laufschuhs enthalten und ist auch die Grundlage für dessen Auswahl. Das Ziel unserer sehr umfangreichen Analyse ist es einfach, den Kunden den richtigen Schuh an den Fuß zu geben. Es ist nicht ausreichend, den Schuh nach Optik, Design, Marke auszuwählen, sondern es ist ganz entscheidend, dass der Schuh zu dem Läufer dazu passt. Zum Läufer, zum Körpergewicht, zu der Fußform, zur Fußstellung, zur Beinachsenstellung. Man kann da tatsächlich viel falsch machen mit der falschen Schuhauswahl. Und wir wollen erreichen, dass der Kunde verletzungsfrei mit Spaß auch laufen kann. Auf dem Laufband wird dann noch überprüft, ob Schuh und Läufer wirklich zusammenpassen. Wer dagegen mehr über seinen Laufstil oder mögliche Probleme im Bewegungsapparat wissen möchte, sollte einen Termin im Lauflabor buchen. Wo gibt es Schwächen? Das sind dann meistens auch muskuläre Schwächen, das können orthopädische Schwächen sein. Und dann bekommt er von uns mit auf den Weg, welche Übungen kann ich machen, um diese muskulären Schwächen auszugleichen. Oder wir halten dann auch wieder Rücksprache mit dem Physiotherapeuten zum Beispiel. Wie kann der Physiotherapeut welchen Therapieansatz wählen, um dem Kunden wieder fit zu machen? Egal ob Laufanalyse oder das noch tiefer gehende Lauflabor. Bei Laufsport Saukel schaut man für seine Kunden immer ganz genau hin. Ja, wer wünscht ihn sich nicht? Einen erholsamen Schlaf, um entspannt und ausgeruht in den neuen Tag zu starten. Ein Weg, das zu erreichen, ist ein Allgäuer Luftbett. Nicht nur Privathaushalte setzen auf diese flexiblen Matratzen, auch in vielen Übernachtungsbetrieben kommen sie inzwischen zum Einsatz. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Das Hotel Waldhorn in Kempten. Hier im 40-Betten-Gästehaus setzt man voll auf das Allgäuer Luftbett. Inzwischen ist man auf Seiten des Hotels fest davon überzeugt. Es wird sogar überlegt, künftig sämtliche Betten mit diesem Schlafsystem auszustatten. Die Gäste sind sehr zufrieden bei uns und kommen auch wegen den Luftbetten extra zu uns und genießen die Flexibilität,
durch die Selbereinstellbarkeit. Für die Hygiene ist das super einfach zu reinigen. Man kann den Topper separat wechseln und waschen. Und durch die Silbereinwebungen sind die auch antibakteriell. Stichwort Hygiene. Dank eines neuen Spezialreinigers lassen sich die Allgäuer Luftbetten auch von Viren zuverlässig reinigen. Probeliegen ist so auch in Zeiten der Pandemie sicher möglich. Unser Schlafsystem bietet ein ganz besonderes Liegegefühl. Ich persönlich empfinde es als Wohlgefühl. Viele unserer Kunden beschreiben das auch als ein Gefühl von Geborgenheit. Ein Allgäuer Luftbett kann bei Rücken- und Gelenkproblemen helfen, erholsamen und ausreichend Schlaf fördern und damit positiv, gerade in Pandemiezeiten, auf das so wichtige Immunsystem einwirken. Bei der Beratung und Probeliegen wird gründlich chemiefrei desinfiziert, was unter anderem auch Allergikern zugutekommt. Am wichtigsten aber ist, auf einem Allgäuer Luftbett kann man bequem liegen, gut schlafen und sich auch wunderbar einkuscheln. Bei der Allgäuer Festwoche wird man sie wieder in allen Formen und Farben sehen, die Tracht. Sie hat Tradition, ist dabei doch vielfältig modern und manchmal ganz anders, als man denkt. Besondere Dirndl und Lederhosen, die gibt es bei Achim Klein und seinem Team von der Almwelt in Kempten. Ein Blick ins Almwelt-Stammhaus in der Kemptener Innenstadt. Wer auf der Suche nach einer schönen Tracht oder einem Stück moderner Tradition ist, hier ist man definitiv an der richtigen Stelle. Die Auswahl ist groß, die Beratung erstklassig und wer sich mit dem Personal hier unterhält, merkt gleich, Offenheit und Freundlichkeit werden hier ganz groß geschrieben, eben passend zum Grundkonzept der Almwelt. Wir sind Tracht, aber trendbewusst, frisch, modern und fetzig. Bei uns geht es natürlich, egal ob die Allgäuer Tracht oder für Vereine natürlich auch, eine speziell angefertigte Tracht, ob zusätzlich moderne Hemden zu einer tollen flippigen Weste, wir können alles anbieten. Was man hier auch gleich merkt, das gesamte Almwelt-Team lebt diesen Gedanken von frischer Trachtenwelt und moderner Tradition. Und das nicht nur im Stammhaus in Kempten, sondern auch in den Filialen in Memmingen, Salzburg, Augsburg und Straubing. Das Beste an der Almwelt aber ist, von dem freundlichen Team und der großen Auswahl mal abgesehen, dass es auch einen umfangreichen Shop im Internet gibt. Egal ob Lederhose oder Haferlschuh, ein Blick auf die Homepage lohnt sich bei der Almwelt auf jeden Fall. Natürlich ersetzt ein Optiker keinen Augenarzt. Aber immer mehr Optiker bieten inzwischen umfangreiche Untersuchungsmethoden, um schon kleine Veränderungen am Auge frühzeitig zu erkennen. So auch das Sehzentrum Heinz in Lindenberg. Ihr Sehzentrum mit Gütesiegel und Auszeichnung für exzellenten Kundenservice. Also Sehzentrum, das ist jetzt nicht ein Name, den wir uns ausgedacht haben, sondern das ist eine Zertifizierung von der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie. Das Besondere ist, dass wir eben diese Spezialmessungen anbieten können und auch müssen. Das ist Bestandteil der Zertifizierung und wird auch regelmäßig kontrolliert. Wir sind Optometristen. Wir machen einfach Dinge, die weit über die normale Optik hinausgehen. Eben das, was wie den Augendruck messen, Hornhautdickenmessung, Beurteilung vom Tränenfilm, von der Durchblutung vom Auge und so weiter. Das sind Dinge, die normal nicht in den normalen augenoptischen Bereich reingehören, sondern die laufen schon ein bisschen in die Medizin. Aber wir haben damit jetzt nicht mit der Medizin was zu tun, sondern stellen nur den Soll-Zustand, dem Ist-Zustand gegenüber, mit dem Ziel, wenn irgendwas auffällig ist, einfach reagieren zu können. Genauere Messungen gibt es einfach nicht. Und das ist das, was wichtige Vorteile sind, kurzfristig wie auch langfristig, weil diese Begleitung, wo wir dann auch die Anatomie und das alles anschauen, ist halt dafür, dass wir lange gute Sehen bewahren wollen. Nun ist sie wieder da, mit die schönste Zeit im Jahr, die Urlaubszeit. Viele zieht es nach den vergangenen beiden Jahren wieder raus in die weite Welt.
Verreisen, andere Städte und Länder kennenlernen. Reisen macht uns in vielerlei Hinsicht reicher. In den Reiselounges von Berchtold Reisen in Kempten und St. Mang lässt sich das Fernweh stillen. Egal ob Ausflug mit dem Bus oder auch große Fernreise, hier gibt man alles für Ihre perfekte Urlaubsplanung. Dass man in der Reiselounge von Berchtold Reisen in Kempten gegenüber der Basilika das volle Angebot eines komfortablen Reisebüros bekommt, dürfte schon länger bekannt sein. In der neuen Reiselounge in St. Mang dagegen konzentriert man sich vorerst auf Busreisen. Von hier aus kann man praktisch ganz Europa erkunden mit all seinen reizvollen Landschaften und Städten. Unser Motto für dieses Jahr lautet runter vom Sofa, raus an die frische Luft. Deswegen stehen die Wanderreisen in Italien, Kroatien im Vordergrund neben unseren gängigen Städtefahrten, Erlebnisfahrten und Wellnessfahrten. Und die Fahrt dahin findet in vielen Fällen mit einem der eigenen Busse statt. Hier kann man komfortabel reisen und muss auch unterwegs auf praktisch nichts verzichten. Bei uns beginnt der Urlaub schon zu Hause. Sie steigen in diesen 5-Sterne-Luxusreisebus von uns ein, genießen den Sitzabstand zueinander, können ihre Sitzlehne bequem nach hinten verstellen. Wir haben Beinauflagen für die Füße und Beine, sodass sie wirklich komplett entspannt im Urlaubsziel ankommen. Das heißt, man hat einfach mehr Urlaub vom Urlaub. Und weil bei Berchtold Reisen Service und Komfort bereits vor der Reise beginnen, ist schon die Wahl des Urlaubsziels eine schwierige, aber auch angenehme Aufgabe. Städtereise nach Mailand oder Rom, Wandern oder Badeurlaub, bei Berchtold Reisen bekommt man all das und auf Wunsch noch mehr. Schon seit über 25 Jahren ist die Firma Siegfried Liebherr Ihr kompetenter Partner bei Planung und Einbau mechanischer Haussicherungen. Ob Schlösser, Schlüssel oder auch komplette Schließsysteme, in der Kempner Filiale wird Sicherheit ganz groß geschrieben. Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der Eintrag im Richterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung, Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustüre anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80% über Terrassentüre, Balkontüre oder Fenster geht. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich. Und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge. Und wir haben den Vollservice von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine entspannte Sommer- und Urlaubszeit. Bis zum nächsten Mal an gewohnter Stelle. Ich freue mich auf Sie.